Kloneinheiten haben einen freien Willen, auch wenn sie Befehle befolgen. Wenn sie nicht für sich selbst denken könnten, wären wir mit Droiden besser bedient. Und sie sind auch viel billiger. Sie müssen in der Lage sein, auf Situationen zu reagieren, die wir uns nicht vorstellen können. Wird sie das auf eine Art und Weise verändern, die wir nicht vorhersehen können? Vielleicht. Aber sie müssen mental dafür gerüstet sein, Kriege zu gewinnen. Und jetzt taut diese Männer auf. Sie haben eine Arbeit zu erledigen. Die Basis der Flottenunterstützung war nicht darauf ausgelegt, zehntausende Truppen zu beherbergen. Und das sah man ihr an. Der Besprechungsraum war ein altes Kühlhaus, in dem es noch immer nach Nahrungsmitteln und Gewürzen roch. Damen konnte die Ladeschienen sehen, die sich über die Decke erstreckten. Aber er konzentrierte sich auf den Holoschirm vor sich. Es fühlte sich gar nicht so schlimm an, nach der Starre wiederbelebt zu sein. Er war immer noch ein Kommando. Sie hatten ihn nicht General überholt. Das bedeutete, dass er auf Geonosis den erwarteten Standards entsprochen hatte. Er hatte sich gut geschlagen. Er hatte ein positives Gefühl. Aber sein Helm fühlte sich anders an. Es waren viel größere Datenmengen auf dem HUD, dem Heads-Up-Display für die Informationsanzeige. Er schaltete eine Weile zwischen den Modi hin und her, wobei er jeden Befehl mit raschem Zwinkern kontrollierte und nahm die Extrasysteme und die neue Hardware zur Kenntnis, die seit Geonosis installiert worden waren. Zu seiner Linken saß sein neuer Sergeant, der es bevorzugte, Niner genannt zu werden, wenn keine vorgesetzten Offiziere anwesend waren, und RC-8015 mit dem Spitznamen Vieh. Auch sie waren die einzigen Überlebenden ihrer Schwadronen. Wenigstens sie wussten, was er durchmachte. Es gab einen vierten, behelfsmäßigen Platz in der Reihe. Packkisten aus einer blauen Legierung und er war unbesetzt. Jedi-Meister Aligen Zay hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt und schritt vor dem Schirm auf und ab. Sein Mantel flatterte und unterbrach dabei jedes Mal die Holoprojektion. Ein weiterer Jedi, der sich bisher noch nicht zu erkennen gegeben hatte, schenkte seine Aufmerksamkeit sowohl Zay als auch den behelmten Kommandos, die absolut still auf den aufgereihten Kisten saßen. Die spiegelnde Oberfläche der blank polierten Legierungswände erlaubten Damen insgeheim ein sehr ungewöhnliches Fremdwesen zu beobachten. Eines, das er noch nie gesehen hatte. Er war darauf trainiert worden, jedes Detail in seiner Umgebung wahrzunehmen. Aber es wäre ohne dies schwer genug gewesen, diese Kreatur nicht zu bemerken. Das Fremdwesen war ungefähr 1,5 Meter groß und schlich schnüffelnd an den Wänden entlang. Es hatte einen glänzenden, schwarzen Pelz und streifte auf langen, zierlichen Beinen umher, wobei es seine schmale Schnauze immer wieder in Spalten steckte und dabei jedes Mal heftig schnaubte. Zuvor hatte Damen gehört, wie Zay es Valakiel genannt hatte. Er hatte auch gesagt, es wäre ein Gurlanin, ein Formwandler. Damen hatte in der Ausbildung von Formwandlern gehört, aber das hier war kein Clawdite. Er sah sich die Reflexion der Kreatur im rechten Blickfeld seines Visors an, als die Tür aufschwang und ein weiterer Kommando eintrat, den Helm fest unter seinen rechten Arm geklemmt und zackig salutierend. RC-3222, Sir, sagte er. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ, Sir. Die Ärzte wollten mich nicht entlassen. Kein Wunder, sein Gesicht zeichnete ein Streifen aufgerissener Haut, der knapp unter seinem rechten Auge begann, geradewegs über seinen Mund lief und schließlich an der linken Seite seines Kiefers endete. So sah er ganz bestimmt nicht wie einer der anderen Klone aus. Damen fragte sich, welche Überredungskünste wohl vonnöten gewesen waren, um den medizinischen Stab dazu zu bringen, eine Runde Bacta einzusparen. »Sind Sie diensttauglich, Soldat?«, fragte Zay. »Kampfbereit, Sir.«
Er setzte sich neben Damen und nahm die gleiche kerzengerade Haltung an wie er, nachdem er ihn kurz anerkennend angesehen hatte. Das war also ihr vierter Mann. Sie waren wieder eine Schwadron, zumindest zahlenmäßig. Omega Squad. Der andere Jedi starrte mit einem Ausdruck unverhohlener Verwunderung auf den Neuankömmling. Zay schien es zu bemerken und stupste seinen Kollegen an. Padawan Yuzik ist noch nicht mit den Klontruppen vertraut. So geht es uns allen. Das war verständlich. Damen hatte vor der Schlacht von Geonosis auch noch keinen Jedi gesehen und war gleichermaßen fasziniert. Entschuldigen Sie seine Neugier. Zay deutete auf den Holoschirm. Dies ist Ihr Ziel, Gentlemen. Killura. Er blickte auf seinen Datenblock und las aufmerksam ab. Diese Daten wurden bei einem Aufklärungsflug aus großer Höhe aufgenommen. Sie sind also entsprechend beschränkt. Zay fuhr fort. Technisch gesehen ist Killura neutral. Leider wird sein neutraler Status aller Wahrscheinlichkeit nach bald enden. Er hatte sie als Gentleman angeredet. Vielleicht wusste Zay nicht, wie man Kommandos nannte. Sie standen alle noch am Anfang. Das Bild auf dem Schirm zeigte zunächst eine blau-weiße Scheibe und zoomte dann an Inselketten, tiefe Flussarme und weitläufige Ebenen heran, die mit Flecken von Waldland und schachbrettartig angeordneten Feldern gepickt waren. Es sah behaglich und friedlich aus und doch völlig fremd für Damen, der sein gesamtes Leben außerhalb von Tipoca City nur auf reellen und virtuellen Schlachtfeldern verbracht hatte. Was Sie hier sehen, sind Landwirtschaftskommunen, von denen beinahe alle hier in dieser Region liegen, da sie die fruchtbarste ist, erläuterte Zay. Sie produzieren Bark, Kushayan und 50% der Luxuslebensmittel und Getränke der Galaxis. Des Weiteren wird auch nach Edelsteinen geschürft. Nichtsdestotrotz lebt die Bevölkerung am Existenzminimum. Und es gibt keine Regierung außer dem Gesetz von Handel und Profit. Naimoidianische Händler besitzen praktisch den Planeten oder zumindest die produktiven Gebiete, die ihnen von Nutzen sind. Sie stärken ihre Führungsrolle durch eine Miliz, die von Ghesshokan kontrolliert wird. Einem Mandalorianer, der so ungewöhnlich brutal vorgeht, dass er tatsächlich gebeten wurde, die Death Watch zu verlassen, weil er zu viel Freude an seiner Arbeit hatte. Yuzik sah von seinem Datenblock auf. Er schien die Präsentation mitzuverfolgen. Abschaum, sagte er. Eine unserer Quellen nennt ihn Abschaum als Ausdruck für eine sehr unangenehme Gruppe von Leuten. Zay machte eine Pause, um Luft zu holen, als wolle er sicher gehen, dass der letzte Informationshappen seine Wirkung erzielt hatte. In Anbetracht der Tatsache, wie dünn unsere Quellen gesät sind, sind wir zu diesem Zeitpunkt unglücklicherweise nicht in der Lage, eine Intervention zu rechtfertigen, die sich der Ungerechtigkeiten auf Killura annehmen könnte. Aber wir besitzen hervorragende nachrichtendienstliche Informationen, die darauf hindeuten, dass dort bedeutsame Militärverbände stationiert sind. Damen hörte zu und beobachtete am Rande weiterhin das Golanin. Es war durch den Raum geschlichen und hatte sich aufrecht neben Yuzik gesetzt. Der Padawan schien noch immer von den Kommandos gefesselt zu sein. Damen bemühte sich, ihn nicht anzustarren, obwohl jede seiner Augenbewegungen hinter seinem Helm versteckt blieb. Denn Jedi wussten Dinge, ohne sie zu sehen. Seine Ausbilder hatten ihm das gesagt. Jedi waren allwissend, allmächtig und ihnen war jederzeit Folge zu leisten. Damen folgte jedem von Zays Worten. Killura liegt sozusagen nicht an der Hauptstraße, sagte Zay. Der ideale Ort, um sich zu verstecken, sollte man das vorhaben. Und es gibt dort versteckte Ziele. Wir brauchen sie, um eines davon zu erfassen und ein weiteres zu zerstören. Eine Wissenschaftlerin der Separatisten, Ovolut Kael Utan. Und ihr allerneuestes Projekt, einen Nanovirus. Wir haben Grund zu der Annahme, dass sich beide Ziele in einer Forschungseinrichtung auf Killura befinden.
Sei machte eine Pause und Yusik sprang ein. Wir haben einen Jedi vor Ort, Meister Cast Fulir. Aber wir haben in den letzten Wochen weder von ihm noch von seinem Padawan gehört. Sei nahm den Faden wieder auf. Und lassen Sie mich Ihnen versichern, dass wir sorgfältig nach Ihnen gesucht haben. Wir kennen die Position unserer Ziele, haben aber keine Baupläne der Gebäude. Das Fehlen dieser Pläne wird Ihren Rückhol- und Sabotageauftrag erschweren. Ebenso wie die Kommunikationslage. Fragen? Nein, erhob seine mit Handschuh und Rüstung gepanzerte Hand aus seinem Schoß. Sir, was genau hat es mit der Kommunikationslage auf sich? Daimondianer. Ich verstehe Sie nicht ganz, Sir. Für einen Moment sah Sees Gesicht ausdruckslos aus. Dann leuchtete es eine Enthüllung bekundend auf. Die Neimodianer besitzen und kontrollieren die gesamte Infrastruktur. Die einheimische Bevölkerung besitzt kaum ein Wasserloch. Aber ihre Herren erfreuen sich des feinsten Comlink-Netzwerks und der besten Flugverkehrskontrolle, die man für Credits kaufen kann. Sie wollen sichergehen, dass niemand ohne ihr Wissen ein Geschäft abschließt. Deswegen wird alles überwacht und nur sehr wenige Informationen dringen nach außen. Sie werden es also vermeiden müssen, Langstrecken-Comlinks zu gebrauchen. Haben Sie das verstanden, Soldat? Sir, ja, Sir, General Sei. Es entstand eine Pause, eine lange Pause, und Sei sah auf die Reihe aus drei Helmen und einem zerschlagenen Gesicht, als würde er auf etwas warten. Der Jedi hatte gesagt, dass er vorher noch nie mit Klonen gearbeitet hatte. Vielleicht erwartete er einen Dialog. Er blieb vor Damen stehen. Um den Meister nicht in Verlegenheit zu bringen, beendete Damen die Stille. Es war auch eine wirklich einleuchtende Frage. Wie ist dieser Nanovirus beschaffen, Sir? Sei zog den Kopf ein Stück zurück. Eine intelligente und bedeutsame Frage, lobte er. Danke, Sir. Die Antwort sollte Sie daher auch besonders interessieren. Denn, wie es aussieht, zielt der Virus speziell auf Klone ab. Das geschmeidige, schwarze Golanin machte sich etwas länger. Ich fürchte euch, und aus einem guten Grund, sagte es mit einer tiefen, fließenden Stimme. Darum verspüren Sie den Wunsch zu töten, wie alle unwissenden Wesen es tun, die auf etwas treffen, was Sie nicht verstehen und deshalb fürchten. Es zog sich noch ein Stück in die Länge und schien jetzt zu stehen. Es hatte seine Form verändert. Genau, sagte Se langsam und betonte dabei sorgfältig beide Silben und wandte dann den Blick von dem Schauspiel molekularer Neuanordnung ab. Momentan haben Sie noch einen Vorteil. Die Separatisten sind sich mit ziemlicher Sicherheit ihres Potenzials als Klonkommandos nicht bewusst. Sie haben keine Ahnung, was sie erreichen können. Und wir vielleicht ebenso wenig. Aber sie wurden geschaffen, um Höchstleistungen zu vollbringen und von den erfahrensten Ausbildern der Galaxis dazu ausgebildet, dieses Potenzial zu verinnerlichen. Wir haben sehr hohe Erwartungen an sie. Sei steckte seine Hände in seinen Mantel und senkte den Kopf ein wenig. Wenn sie Meister Fulir wohlbehalten auffinden würden, wären wir erleichtert. Aber Utan und die Einrichtung haben für Sie oberste Priorität. Haben Sie alles verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Ja, Sir. Dame nickte kurz und die anderen ebenso. Aber es war keine wirklich synchrone Bewegung. Wir werden es richtig machen, dachte er. Ein paar Tage Training, dann läuft die Sache. Hartes Training, leichter Kampf. Dann werde ich es jetzt meinem Padawan überlassen, sagte Se und schritt hinaus, wobei er kurz in der Tür stehen blieb und noch einmal auf die Kommandos blickte. Dabei neigte er den Kopf, als wäre er entweder erstaunt oder amüsiert. Yusik schluckte schwer. Das Golanin zerfloss von einer Säule zu einem vierbeinigen Etwas und bewegte sich, um neben RC-3222 Platz zu nehmen und an ihm hinaufzusehen. Der Kommando reagierte nicht. Seufzte es und seine Stimme klang wie fließendes Wasser. Ja, das ist tatsächlich Fetts Gesicht. Faszinierend. Yusik deutete zum Ausgang. Ich bin Ihr Waffenmeister, sagte er.
Waffen und Daten. Folgen Sie mir und ich zeige Ihnen, was wir Ihnen zur Verfügung stellen können. Die Kommandos standen auf wie ein Mann, mehr oder weniger, und folgten ihm durch die Tür und einen Korridor entlang, der noch immer mit Lebensmittelcontainern gesäumt war. Selbst durch Damans Filtermaske roch dieser Ort noch nach geschmortem Nerv. Das Gulanin waberte vor ihnen her, mal ein schlängelndes Raubtier, mal ein trabender Vielfüßler, ständig die Form wechselnd. Jussik blieb vor einer Tür am Ende des Korridors stehen und wandte sich ihnen zu. Ob ich sie wohl bitten dürfte, ihre Helme abzunehmen? Keiner fragte warum, aber sie gehorchten alle, obwohl es nicht als eindeutiger Befehl ausgesprochen wurde, wie sie es erwartet hätten. Die versiegelten Helme gaben ein schwaches Sss von sich, als sie sich öffneten. Oh, sagte Jussik und starrte sie eine Sekunde an. Dann öffnete er die Tür und sie traten in die behelfsmäßige Waffenkammer. Sie glich einer versteckten Schatztruhe, überall Verbesserungen und Erweiterungen, von denen Damen wusste, sie würden seine jetzige Ausrüstung hervorragend ergänzen. Er bemerkte auch Munition, die er nicht kannte, der er aber ansah, dass sie zum Republikbestand gehörte, und es gab allerlei Exotisches. Waffen, die er aus seiner Datenbank kannte und die einem Dutzend unterschiedlicher Spezies gehörten. Und eine ganze Menge, die er überhaupt nicht einordnen konnte. Alles fein säuberlich auf Klapptischen ausgelegt. Es sah einladend aus, beinahe wie ein gedeckter Esstisch. »Das sieht alles ziemlich nützlich aus, Sir«, sagte Niner. »Delta Squad hat hier und da ein paar Dinge angesammelt«, sagte Jussik. Die Kommandos waren mit den Waffen beschäftigt, aber Damen achtete auch mit wachsendem Interesse auf Jussiks Verhalten. Der Padawan war zurückgetreten, damit die Männer einen besseren Blick auf das Rüstzeug werfen konnten. Aber er behielt sie sorgfältig im Auge. »Ihr seid ganz und gar nicht wie Droiden, nicht wahr?« »Nein, Sir«, sagte Fee. »Wir sind aus Fleisch und Blut, gezüchtet, um die Besten zu sein.« »Sind wir Advanced Recon Commandos?« »Nicht wie ARX, Sir, auch nicht wie Clone Trooper. Wir arbeiten nicht allein und wir arbeiten auch nicht in Formation. Wir sehen nun gleich aus.« »Dann ist dies Ihre Vierereinheit? Eine Schwadron?« Er schien sich an eine hastig gelernte Unterweisung zu erinnern. »Etwa so wie eine Familie?« Niner mischte sich in das Gespräch ein. »Jetzt ist sie es, Sir.« Er hob einen tragbaren Raketenwerfer hoch, der sich etwas vom Standardplex unterschied. »Leicht, sehr leicht.« »Ein Mersonnenprototyp«, erklärte Jussik. »Neuartige Legierung, schwerere Sprengköpfe, erweiterte Reichweite. Er besitzt eine Mikro-Repulsorlift-Stabilisierungseinheit. Aber die komplizierteren, praktischen Aspekte wurden noch nicht ausreichend gelöst. Feuern Sie ihn also lieber über die Schulter ab.« Er starrte auf RC-3222s Gesicht. »Schmerzt es?« »Nicht allzu sehr, Sir«, antwortete der Kommando. Aber die Wunde musste brennen wie Feuer. Die abgeschürfte Haut näßte noch immer. »Ich werde mich später darum kümmern.« Nach dem »Ach« zu urteilen, das er von sich gab, schien das nicht ganz die Antwort zu sein, die Jussik erwartet hatte. Vielleicht dachte er, Klone würden keinen Schmerz spüren, wie Droiden. »Haben Sie Namen? Ich meine keine Nummern, Namen.« Das war nun wirklich Privatsache. Man behielt seinen Namen für sich, teilte ihn nur mit seiner Schwadron und seinem Ausbildungssergeant. Damen schämte sich für ihn. »Meine Schwadron nannte mich Etten«, sagte der verwundete Kommando. Niner schielte zu Fee hinüber, sagte aber kein Wort. Etten war das mandalorianische Wort für »stur«. Jussik hielt zwei Spulen in die Höhe mit Schnüren, die aussahen wie Druckbänder. Eines schwarz, das andere weiß. Er nahm von jeder Farbe ein Band, flocht zwei kurze Stücke zusammen und hielt die so entstandene Kordel mit einer Hand hoch. In der anderen hielt er einen knopfgroßen Detonator. Ein Meter entspricht in etwa der Wirkung eines Thermaldetonators, allerdings richtungswirkend. Ideal zur Sprengung von Einfassungen. Aber seien Sie vorsichtig mit der Menge, wenn Sie sich nur Zugang zu einem Gebäude verschaffen und es nicht gleich völlig zerstören wollen. Für diesen Zweck erhalten Sie spezielle Implosionsladungen. »Gibt's auch was Nützliches zum Werfen?«, fragte Damen.
Betäubungsgranaten. Wir haben ein paar geonosianische Schalldetonatoren und eine Kiste EMPs zur Droidenabwehr. Das passt mir gut, ich nehme den ganzen Packen. Niner sah Damen aufmerksam an. Du bist dann ja wohl unser Sprengmeister, stellte er fest. Dann wandte sich der Sergeant wieder dem Padawan zu. Wir wurden sorgfältig ausgebildet, Sir. Sie können vollstes Vertrauen in uns haben. Das stimmte, dachte Damen. Sie waren sehr sorgfältig ausgebildet worden. 10 Jahre lang, Tag ein, Tag aus, und die einzige Zeit, in der sie nicht trainierten, schliefen sie. Auch wenn sie sich als Spezialeinheit noch nicht bewährt hatten, außer als sie vor 3 Monaten Infanterie gespielt hatten, zweifelte Damen nicht daran, dass sie den erwarteten Standards entsprechen würden. Er war froh, die Rolle des Sprengmeisters inne zu haben. Er war stolz auf sein Geschick in dem, was beschönigend als rascher Zutritt bekannt war. »Was glauben Sie, ist Meister Folier zugestoßen?«, fragte Damen. Normalerweise hätte er keine unnötigen Fragen gestellt, aber Aligen Sey schien seine Neugier begrüßt zu haben, und Damen war darauf geschult, alles zu tun, was je die Generäle wünschten. Jussik öffnete eine Schachtel mit Kamino-Säbelpfeilen und hielt sie hin, als würde er ein Tablett mit Usch-Kuchen anbieten. »Valakiel glaubt, er wurde von Einheimischen verraten«, sagte er. »Sie sind dafür bekannt, alles zu tun, um sich etwas zu essen oder ein paar Credits zu verdienen.« Damen fragte sich, wie ein Jedi von etwas Geringerem als einer ganzen Armee zu Fall gebracht werden konnte. Auf Geonosis hatte er sie kämpfen sehen. Seine eigene Art der Kriegsführung war eine Wissenschaft. Ihre schien eine Kunst zu sein. Hatte er sein Lichtschwert nicht bei sich? »Das hatte er«, sagte das Golanin. »Aber Meister Folier hat oder hatte ein Problem mit der Disziplin.« Damen, ein Soldat, der im Feld jede Entbehrung standhielt und dessen größte Angst darin bestand, an Altersschwäche zu sterben, statt auf dem Schlachtfeld zu fallen, fühlte sich bei dem Gedanken, ein Jedi könne Schwächen haben, auf rätselhafte Weise unwohl. »Meister Folier war, ist ein tapferer Jedi«, sagte Jussik und verlor für einen Moment beinahe seine gefasste Haltung. »Nur packt ihn in Sachen Gerechtigkeit gerne auch die Leidenschaft.« Niner entschärfte die Situation. Damen fühlte sich von seiner mühelosen Autorität beruhigt. »Sir, wie viel Zeit haben wir, um die Mission zu planen und ein paar Trockenversuche durchzuführen?«, fragte er. 8 Standardstunden«, antwortete Jussik fast schon entschuldigend. »Denn so lange wird Ihre Reise nach Kelura dauern. Sie werden sich jetzt einschiffen.« Etienne leerte ihren Beutel auf die Strohmatratze in der Trockenscheune. Trotz der primitiven äußeren Erscheinung war dies die Gästesuite. Das Vieh durfte sich zu dieser Jahreszeit nicht in der Scheune aufhalten, denn die Tiere neigten dazu, das Barkgetreide zu fressen, und das wäre eine ziemlich teure Methode gewesen, Merlis für den Tisch zu mästen. Die Tiere durften im Haupthaus leben und im Winter durften sie dort sogar schlafen. Zum einen, um das Heim warm zu halten, zum anderen, um die Bewohner vor den umherstreifenden Gedans zu schützen. Das Haus hatte auch so gerochen. Nichts von den Merlis, nicht einmal ihre Körpertemperatur oder ihr beißender Geruch, wurde jemals verschwendet. »Hält's Ungeziefer fern«, hatte Bihan ihr erzählt, »ist ein guter Gestank.« Etienne kniete neben der Matratze und dachte über einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage nach. Meister Folier war wahrscheinlich tot. Wäre er es nicht, wäre er ihr zu Hilfe geeilt. Er war brillant und meisterhaft geschickt gewesen, wenn er sich nur darauf konzentrierte. Aber er war auch ungeduldig und neigte dazu, sich Dingen zu stellen, die ihm nichts angingen. Und das waren 2 Eigenschaften, die sich nicht gut mit einer verdeckten Mission vertrugen. Er hatte beschlossen, dass einer von Hokans Schlägern eine Lektion in Sachen Respekt gegenüber der einheimischen Bevölkerung zu lernen hätte. Alles, was einer der mandalorianischen Lieutenants darauf zu tun hatte, war, denselben Einheimischen etwas mehr
als den Preis einer Flasche Urqual anzubieten und ihnen zu sagen, wann Folier in der Stadt war. Stadt, was für ein Witz. Imbrani war nicht Coruscant, ganz und gar nicht. Die einzige Infrastruktur dieser unzusammenhängenden Ansammlung von Bauernhöfen beschränkte sich auf ein paar unbefestigte Straßen, die es brauchte, um die Agrarprodukte anzupflanzen, zu ernten und zu exportieren und den Herren des Handels Bequemlichkeit zu bieten. Etienne war in einer Welt aufgewachsen, in der man nach Belieben reisen konnte und jederzeit mit Leichtigkeit Nachrichten versenden konnte, und keine dieser als gegeben betrachteten Einrichtungen war hier verfügbar. Im Moment konnten Etienne nur zwei Dinge weiterhelfen. Entweder ein Flug, der sie von Kelura fortbrachte, oder eine Datenübertragung, die in ihrem Namen abgeschickt wurde. Sie hatte immer noch eine Mission zu erfüllen, wenn auch nur, um Meister Foliers Opfer zu rechtfertigen. Sie nahm eine kleine Kugel von den Habseligkeiten, die auf der Matratze verteilt waren, und öffnete sie in zwei Hälften, wie eine Schäffnerfrucht. In ihren hohlen Händen erblühte eine dreidimensionale Holokarte, dann noch eine und noch eine. Sie besaß die Baupläne eines halben Dutzends Gebäude der Neimoidianer und der Separatisten in der Umgebung. Nicht nur Meister Folier war unachtsam gewesen. Nach ein paar Flaschen Urqual waren die einheimischen Bauarbeiter redselig geworden. Etienne war weder eine geborene Kämpferin noch eine großartige Charmeurin, aber sie wusste um ihr Talent, Gelegenheiten wahrzunehmen. Das machte vieles wieder wett. Sie war sich nicht sicher, ob Meister Foliers Schicksal direkt mit den Holoplänen verbunden oder ob er ihr als direkte Bedrohung für Utan betrachtet worden war. Sie konnte sich auch vorstellen, dass Gesso Khan vielleicht einfach etwas angestellt hatte, weil er nichts für Jedi übrig hatte. Spielzeugkrieger nannte er sie. Er verachtete jeden, der nicht mit hartem Metall oder seinen Fäusten kämpfte. Mandalorianer waren hart, aber Hokan bewegte sich auf einem völlig anderen Niveau der Brutalität. Etienne hatte das in dem Moment erkannt, als sie und Folier durch die Trümmer eines Dorfes, das aus 4 Häusern bestand, gegangen waren, das Hokan in irgendeiner Weise nicht gepasst hatte. Sie würde diese Bilder nie wieder aus ihrem Gedächtnis löschen können. Konsequent meditierte sie 2-mal am Tag. Es half alles nichts. Sie ließ sich wieder auf die Knie und versuchte es erneut, verlangsamte ihren Atem, beruhigte ihr Herz. Der Kies vor der Scheune knirschte. Etienne nahm ihr Lichtschwert von der Matratze, während sie die Kugel mit den Holokarten in ihre Tunika steckte. Ihr Daumen schwebte über den Schaltern am Griff. Sie hätte spüren müssen, dass jemand kam, aber sie hatte sich von ihrer Müdigkeit und ihrer Verzweiflung übermannen lassen. »Ich habe nicht nach einem anderen Ausgang gesehen«, dachte sie. »Dumm, dumm, dumm! Vielleicht werde ich...« Als die Brettertür aufschwang, betätigte sie den Schalter und das blaue Licht zerschnitt die staubige Luft. Das Merli, das hereingewackelt kam, schien nicht sonderlich beeindruckt. Ebenso wenig die ältere Frau, die ihm folgte. »Ja, du bist schreckhaft«, sagte sie. Sie trug ein abgedecktes Tablett in den Händen und irgendein Bündel unter dem Arm. Das Merli schnüffelte auf der Suche nach Aufmerksamkeit an Etens Knie. Es waren erschreckend intelligente Tiere von fast 1 Meter Schulterhöhe. Ihre Wolle hing in langen, braunen Ringellocken herunter und ihre runden grünen Augen schauten für Etens Geschmack verstörend menschlich. »Hier ist dein Abendessen.« »Danke«, sagte Etienne und sah zu, wie die Frau das Tablett auf der Matratze abstellte und das Bündel aus braunem Stoff daneben legte. »Eine ganz schöne Arbeit, den Dung von deinem Mantel zu bekommen«, sagte die Frau und beäugte dabei das Lichtschwert auf die gleiche Weise, wie Bian es getan hatte. »Ist doch ein bisschen feucht, aber sauber.« »Danke«, wiederholte Etienne. Sie schaltete die Klinge ab und zog das Tuch von dem Tablett. 2 grobe Tonteller boten ein paar dünne Scheiben Brot und einen sämigen Eintopf, auf dem Barkkörner schwammen.
Sie konnte ihr widerlich rezentes Aroma riechen. Die Menge des Bark stellte für diese Leute einen Wochenlohn dar. »Ihr hättet euch für mich nicht solche Umstände machen müssen«, sagte Ten verlegen. »Ah, du bist ein Gast«, erwiderte die Frau. »Außerdem wäre es doch Verschwendung gewesen, wenn ich die Körner weggeworfen hätte, nachdem ich sie von deinem Mantel geschrubbt hatte, nicht?« »Ah, Etienne drehte sich der Magen, aber sie behielt die Fassung. Coruscants Vorschriften für Lebensmittelhygiene schienen hier keine Anwendung zu finden. »Sehr liebenswürdig von euch«, sagte sie und zwang sich zu einem Lächeln. »Na, sie kommen, weißt du«, sagte die Frau. »Ich werde bereit sein«, log Etienne und deutete auf ihr Lichtschwert. »Nein, nicht diese Hokanschläger, die nicht«. Etienne fragte sich, ob sie sie zu einer deutlicheren Antwort drängen sollte, entschied sich aber erst einmal dagegen. Sie hatte keine Ahnung, wen sie um Antworten angehen konnte. Die Frau seufzte und scheuchte das Merli mit ungeduldigen Bewegungen hinaus. »Sie kommen, oh ja«, nickte sie, lächelte und schloss die Tür hinter sich.